Kapitel 38. Laren ignorierte das Kreischen des Alarms und die blinkenden roten Lichter, die im Inneren ihres Helms tobten. Der Zufallstreffer schien die Treibstoffleitung zu ihrem Jetschirm nicht beschädigt zu haben, aber seine Kreisel waren völlig zerstört. Wären ihre Tragflügel noch intakt gewesen, hätte wenigstens das einen stabilisierenden Effekt gehabt, aber die hatte es komplett zerrieben. Vollkommen außer Kontrolle schleuderte und wirbelte sie wie wild durch den Himmel. Sie dachte nicht daran aufzugeben. Sie musste einen Weg finden, den Jetschirm heil auf den Boden zu bringen und sich selbst dazu. Das Wichtigste zuerst, manuelle Kontrolle über den Jet bekommen. Er saß an ihrem Rücken, aber weil sich die Halterungen gelockert hatten, konnte sie ihn so herumzerren, dass sie den Schub vor ihrer Brust hatte. Der Krach war ohrenbetäubend. Sie verdunkelte ihren Visor, damit das Leuchten sie nicht blendete. Wenigstens besaß sie noch ihre Instrumente. Es fiel schwer, einen vernünftigen Höhenwert zu erhalten, deshalb wusste sie nicht genau, wie viel Zeit ihr noch blieb. Aber die Außentemperatur war eindeutig weit unter der Grenze. Jede ungeschützte Körperpartie würde in Sekundenschnelle steinhart gefrieren. Ein Grund mehr, sich zu beeilen. Sie zog ihren Handschuh ab und benutzte die künstlichen Finger ihrer Prothese, um das Gehäuse der Schubdüse abzureißen. Es fiel ab. Ob hoch oder runter, konnte sie nicht sagen. Der Horizont wirbelte wild um sie herum. Allein vom Anblick wurde er schwindelig. Sie konzentrierte sich auf die Verkabelung im Inneren des Jetschirms. Dampf zischte in die eisige Luft. Zum Glück konnte auch die Hitze ihren Finger nichts anhaben. Der Jetschirm war eine simple Maschine, eher robust als vielseitig. Er besaß jede Menge Notüberbrückungen und Sicherheitsvorrichtungen, aber die brauchte sie nicht. Sie interessierte sich nur für den Hebel, der den Schub an- und ausschaltete. Ein scharfer Ruck an einem bestimmten Teil hatte den gewünschten Effekt. Plötzlich herrschte Stille und sie war schwerelos. Die Welt unter ihr drehte sich noch immer, aber wenigstens veränderte sich die Richtung nicht dreimal pro Sekunde. In dem Moment, da sie einen halbwegs klaren Blick hinunterwerfen konnte, erkannte sie auch, wie nah sie dem Boden gekommen war. Wie überaus gefährlich nah. Aber darauf kam es nicht an. Im Augenblick musste sie das Trudeln korrigieren. Sie zählte blindwütig vor sich hin und schätzte den richtigen Zündungspunkt mehr nach Gefühl als aufgrund bewusster Kalkulation ein. Ihre künstlichen Finger schoben sich in die heißen Eingeweide und schalteten den Schub nur für eine Sekunde wieder an. Mit einem Ruck fegte sie wild schlingernd durch den Himmel. Viel zu lange. Sie musste präziser sein. Sie zählte wieder ab und versuchte es erneut. Dieses Mal mit mehr Erfolg. Zwar trudelte sie danach immer noch, aber wenigstens nicht mehr so heftig, weshalb die dicker werdende Luft eine stabilisierende Wirkung auf ihren Körper hatte. Sie streckte Arme und Beine in Sternhaltung aus, bis sie gleichmäßig mit dem Gesicht nach unten fiel. Der Komplex am Südpol des Planeten kam ihr mit erschreckender Geschwindigkeit entgegen. Sie aktivierte den Jetschirm und behielt ihn auf voller Leistung und kämpfte sich permanent damit ab, ihn gerade nach unten zu richten. Es war, als würde sie auf einem umgekehrten Kegel balancieren. Schon das geringste Schwanken drohte sie umzukippen, sodass sie wieder von vorne hätte beginnen müssen. Langsam und gleichmäßig fing ihre Fallgeschwindigkeit an nachzulassen. Sie nahm sich sogar Zeit zu prüfen, wo sie landete. Es war eine weite, flache Ebene, durchkreuzt von tiefen Rissen, die zu gerade aussahen, als dass sie einen natürlichen Ursprung haben konnten. Eine Tür war ihr erster Gedanke, die nach unten führt. Um sie herum standen mehrere Geschützstellungen, die zum Glück alle auf andere Ziele ausgerichtet waren. Es gestaltete sich schon schwierig genug, in gerader Linie hinunterzukommen, von Ausweichmanövern ganz zu schweigen. Sie wollte über die Schulter blicken, um zu sehen, wo die anderen waren. Aber schon der leiseste Versuch drohte sie aus ihrem empfindlichen Gleichgewicht zu reißen. Immer langsamer fiel sie hinunter,
bis sie sich etwa in Laufgeschwindigkeit dem Boden näherte, der noch einige Dutzend Meter unter ihr lag. Erste Erleichterung überkam sie. Allen Widrigkeiten zum Trotz würde sie es schaffen. Mit einem rauen Stottern ging dem Jet schon der Treibstoff aus. »Ah, nein!« schrie sie. Aber Worte konnten nichts ausrichten. Wieder stürzte sie mit rapide ansteigender Geschwindigkeit ab. Nur noch Sekunden trennten sie davon, wie ein Insekt auf der harten Oberfläche Sebadons zerschlagen zu werden. Nichts konnte sie mehr retten. Kräftige Arme legten sich um ihre Brust. Mit einem Keuchen spürte sie, wie sie festgedrückt und nach hinten gezogen wurde. Sie konnte nicht sehen, was passiert war, aber sie erkannte die Handschuhe, die vor ihrer Brust ineinander griffen. Standardausgabe der Republik. Der Jetschirm des Besitzers der Handschuhe, heute beansprucht auf, und verlangsamte ihren Fall so weit, dass sie mit einem Purzeln landeten, statt aufzuklatschen. Larin konnte ihr Glück kaum fassen. Sie rappelte sich auf und half ihrem Retter, sich von seinem Jetschirm und dem Flügelgeschirr zu befreien. Sein Visier klarte auf und sie erkannte Hetchkey. »So konnte ich dich nicht abtreten lassen«, sagte er sachlich. »Materialausfall ist unentschuldbar.« »Ich danke dir«, sagte sie, und jede Silbe kam aus vollstem Herzen. »Was ist mit Job?« »Hat mich zur Hilfe gerufen. Hast du ihn nicht gehört?« Das hatte Larin nicht, aber sie wollte nicht darauf herumreiten. Sie hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu viel zu tun gehabt. Wichtig war nur, dass sie überlebt hatte. Solange Job ihr nicht mehr in die Quere kam, würden sie nie wieder miteinander reden müssen. Darüber, wie sein Zögern sie beinahe das Leben gekostet hatte. »Gut«, sagte sie und zog sich ihren Handschuh wieder über ihre von Kälte und Hitze geschwärzte Hand. »Wir haben Hexen umzulegen und müssen uns neu formieren. Irgendeine Ahnung, wo unsere Schwadronen runtergekommen sind?« Sie rannten zusammen zum Rendezvouspunkt und übersprangen unterwegs zwei tiefe Risse. Sie waren eindeutig maschinell in die ferrobetonähnliche Oberfläche gehauen worden, mit irgendeiner Art schwarzer Versiegelung am Grund. Wenn es nicht die Kanten einer riesigen Tür waren, dann hätten es Kanäle sein können. Aber wofür? Wasser würde unter den herrschenden Bedingungen frieren. Es war auch vorstellbar, dass es sich um Straßen für die Hexen handelte. Allerdings waren keine zu sehen. Der Rendezvouspunkt glich einem Kessel aus Waffenfeuer. Soldaten von Republik und Imperium hatten sich verschanzt und legten entweder Sprengsätze oder gaben Feuerschutz, in der Hoffnung, die Kanonen in Reichweite ausschalten zu können. Major Char brüllte Befehle über unbeständige Kommverbindungen, während von oben das Bombardement herabregnete. Imperiale Kampfdroiden marschierten in absolut gerader Linie über das Schlachtfeld und feuerten auf Fernziele. Larin wunderte sich darüber, wie groß der Sitz der Hauptfabrik eigentlich war. Von der Spitze aus gesehen, konnte sie in keiner Richtung ein Ende erkennen. »Moxler, nehmen Sie eine Schwadron und schalten Sie Turm Nummer 5 aus. Ich schicke Verstärkung, sobald Sie die Position halten.« »Jawohl, Sir.« Es war nicht einfach, eine Schwadron von der anderen zu unterscheiden, also wählte sie willkürlich einen Sergeant aus und wies ihm die Mission zu. Es war ein imperialer Offizier, aber das war egal. Am Boden, unter feindlichem Beschuss, waren alle Soldaten gleich. Mehrere Versorgungsschlitten waren inzwischen in der Nähe gelandet und sie bediente sich an so vielen Werfern und Sprengsätzen, wie sie tragen konnte. Mit dem Sergeant und dessen Schwadron im Schlepptau machte sie sich auf den Weg und umrundete den flachen Kuppelbau, wobei sie sorgfältig die Ausrichtung des Geschützturms im Auge behielt. Irgendwann würde man sie bemerken. Sie kam an einen weiteren Riss und sprang hinein. Er war gerade tief genug, um in geduckter Haltung ungesehen entlang zu gehen. Sie folgte dem Riss, bis sie nah genug an ihrem Ziel war und gab dann der Schwadron ein Zeichen anzuhalten. »Werfer abladen und feuerbereit machen. Sergeant, schicken Sie 3 Ihrer besten Schützen voraus, um für Ablenkungsfeuer zu sorgen. Und dann nochmal 3 mit dem gleichen Ziel auf die andere Seite. Verteilen,
und nicht mit Munition sparen. Wir wollen diese Stellung auf Trab halten. Jawohl, Ma'am. Die Werfer wogen nicht viel und waren leicht zusammenzusetzen. In Sekundenschnelle waren sie einsatzbereit. Während breit gestreutes Feuer auf den Turm einprasselte, erhielt er dazu in regelmäßigen Abständen noch wesentlich stärkere Einschläge, so dass seine Spitze in dicken schwarzen Rauch gehüllt wurde. Trotzdem feuerte er weiter. »Sieh und sieh«, kommandierte Larin und zeigte auf zwei willkürlich ausgewählte Soldaten. »Mitkommen!« Sie schnappte sich einen Gürtel mit Sprengladungen und sprang aus dem Graben. Die Soldaten folgten ihr und zu dritt hasteten sie zum Fuß des Turms. Die Stellung verfolgte bereits mehrfache Ziele. Hoffentlich würden drei weitere unbemerkt folgen können. Auf halbem Weg wurde sie ins Visier genommen. Der Soldat zu ihrer Rechten ging zu Boden, in der Mitte zerrissen von einem Strahl violetter Energie. Larin und ihr verbliebener Kamerad wichen nach links aus und die nächste Salve ging daneben. Danach zielte das Geschütz wieder auf die Granatwerfer und sie erreichten unversehrt den Fuß des Turms. Er maß 10 Meter im Durchmesser und war massiv wie ein Berg. Sie gab den Soldaten die Hälfte der Sprengladungen. »Alle 2 Meter eine! Zündung auf mein Kommando einstellen!« Er nickte und lief los, um den Turm in entgegengesetzter Richtung zu ihr zu umrunden. Als sie wieder zusammentrafen, zogen sie sich so weit wie möglich zurück und warfen sich auf den Boden. Die Stellung schien sie nicht bemerkt zu haben. Ihr Geschütz feuerte nach oben auf etwas, das sie nicht sehen konnten. Sie drückte auf den Knopf des Fernzünders und Trümmer flogen über ihre Köpfe hinweg. Die Spitze des Turms neigte sich und begann einzustürzen. Dann erstrahlte hinter ihr das Licht eines sehr viel helleren Blitzes und der Ferrobetonboden rockte. Larin schaute zurück und sah eine riesige Pilzwolke vom Rendezvouspunkt aufsteigen. Ein sehr viel größeres Kaliber als alles, was sie bisher von den Hexen gewohnt war, musste dort eingeschlagen sein. Entweder hatten sich Xandrils Droiden schon wieder weiterentwickelt, oder etwas Großes hatte sie oben vom Kurs abgebracht. Vielleicht, so dachte sie, war es auch das Ziel, auf das der Turm eben noch geschossen hatte. Bombardement, gerade so weit abgelenkt, dass es die angreifenden Truppen traf. Es würde ewig dauern, bis sich der Staub gelegt hatte, aber wenigstens waren die Komms wieder offen. Sie stand auf und gab Anweisungen an alle Offiziere, Bericht zu erstatten. Hedgekey meldete sich von der anderen Seite der Kuppel, zusammen mit einem imperialen Leutnant. Sonst niemand. Kein Major Char. Ein silberner Umriss schoss, glitzernd im rotglühenden Himmel, über ihnen durch die Wolkendecke. »Sind Sie das, Driver?« rief sie. »Sagen Sie mir, was Sie da oben sehen!« »Eine der Haupt-Subraumquellen sitzt genau unter deinen Füßen«, antwortete der Mandalorianer. »Wieso wurde sie so weit von der LI entfernt platziert?« Larin kannte die Antwort auf diese Frage nicht und das Komm verfiel wieder in statisches Rauschen, bevor sie ihm weitere Fragen stellen konnte. Sie gab ihrem Begleiter Signal, ihr zurück in den Graben zu folgen. Der Rest der Schwadron hatte sich neu formiert. Er bereitete sich darauf vor, weiterzuziehen, und packte die Werfer zusammen. Larin wusste nicht, worin ihr nächstes Ziel bestehen sollte. Weiterhin Türme ausschalten, versuchen, die anderen zu finden. Ohne Major Char würde es schwierig werden, alle, die übrig geblieben waren, zu koordinieren. Während sie hastig ihre Alternative überdachte, verschob sich der schwarze Boden des Grabens. Sie blickte hinunter zu ihren Füßen und sah ein Kräuseln durch das leicht elastische schwarze Material gehen. Der Boden verschob sich erneut und ein tiefes, unterirdisches Grollen erfasste sie. »Bewegt euch!« rief sie der Schwadron zu. »Wenn das ganze Ding eine Tür ist, dann...« Noch bevor sie den Satz zu Ende sprechen konnte, brach der Boden unter ihren Füßen weg. Sie warf sich zur Seite und klammerte sich gerade noch an die nächste Kante des Grabens. Die schwarze Oberfläche hatte sich plötzlich aufgelöst, als wäre ihr Aggregatzustand von fest in flüssig übergegangen. Zwei Soldaten stürzten, auf kein bestimmtes Ziel feuernd, in die Dunkelheit.
Keine Sekunde später verklangen ihre Schüsse. Larin zog sich aus dem bodenlosen Graben. Ein weiteres Grollen erfüllte die Luft. Die gegenüberliegende Wand teilte sich. 10 Meter, 20 Meter. Sie stand mit ihrer Schwadron am Rand eines sich immer weiter öffnenden Grabens. Also zogen sie sich zur Kuppel zurück. Auf der anderen Seite verschwand der Rest ihrer Soldaten langsam in der Ferne. Die Kuppel teilte sich und fingerähnliche Dachabschnitte schoben sich in dafür vorgesehene Aussparungen an den Rändern. Warme Luft stieg aus der Tiefe empor. Nebelschwaden bildeten sich, vermischten sich mit dem Rauch und tanzten in seltsamen Figuren um sie herum. Sie schaute hinunter und sah, dass sich dort unten etwas Riesiges und Unbestimmtes regte. Was immer es war, die Hexen mussten ununterbrochen daran gearbeitet haben, unter Verwendung all der außerordentlichen Rohstoffe dieses metall- und energiereichen Planeten. »Was ist das für ein Ding?« fragte einer der Soldaten laut genug, dass sie es ohne Komm verstehen konnte. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Aber das da sieht aus wie Repulsoren. Dort an der Kante.« »Soll das ein Schiff sein? In der Form? Wo sind die Antriebe?« Ein verrückter Gedanke ging ihr durch den Kopf. »Vielleicht gibt es keine.« Der Soldat sah sie an, als würde sie Unsinn reden. Der Teil der Kuppel, auf dem sie standen, näherte sich dem Rand des Daches. »Wir können hier nicht mehr lange bleiben«, informierte sie den verbliebenen Rest der Schwadron. »Ich rate euch, macht euch bereit zu springen.« »Auf das Ding darunter«, fragte einer und zeigte auf das Objekt, das sich zu ihnen hinaufschob. »Ich glaube, es ist ein Raumlift«, vermutete sie und machte sich bereit. »Es wird also nicht lange nach unten gehen«,